Moin Moin Kinder, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wenn wir diesen scheiß Block hier wegnehmen von der beschissenen Laggy Session letztes Mal. Der Himmel, er ist so blau, so wunderschön. Die Monster sind hoffentlich alle tot. Ich bin ja mitten in der Nacht nach Hause zurückgekehrt. Was generell nicht immer die beste Idee ist. Diese Folge, ich hab's euch schon erzählt, werden wir erstmal schön alles abernten. Boah, wisst ihr, was wir dafür machen? Erstmal hier so ein bisschen meine Leiste clearen. Damit ich auch Platz habe, diese ganze Scheiße einzusammeln. Wieso wächst der nicht? Ja gut, jetzt ist er tot. Du bist tot, my friend! Ja, Weizen kann man auch mal gebrauchen, da werde ich mir erstmal ein paar geile Brote von machen. Das ist wirklich interessant, ne? Also ich meine, ich kann mir hier... Oh, jetzt habe ich den auch wieder kaputt gemacht. Puh! Ich kann mir halt so gesehen nicht erlauben, großartig Tiere zu töten für Essen. Weil die einfach zu selten hier sind. Und solange ich keine Möglichkeit habe, die irgendwie großartig zu züchten, ist das einfach nur der totale Bullshit. So, da ist bestimmt wieder auch etliches ins Wasser gefallen. Das werde ich auch mal auf die Stelle aufsammeln. Oder nichts verkommen lassen hier. Wo ich über diesen Kernen auch mal denke. Körnern. Um genau zu sein. Okay, ich habe keinen Doppelsprung gemacht. Sehr gut. Sehr gut! So, dann pflanzen wir wieder neu an. Das heißt, bevor ich keine Möglichkeit habe, die Tiere großartig zu züchten, könnte das alles wieder ein bisschen schwierig werden. Da sind nochmal Körner. Noch mehr Körner. Jetzt bin ich hier wieder runtergegangen. Warum? Ja, okay, ich habe das so unten... nicht unten gebaut, sondern hier oben, weil hier das Wasser ist. Hätte man vielleicht auch anders regeln können. Ja, es tut mir leid, ich bin nebenbei immer noch am Rendern. Darum sind die Frames hier teilweise auch wieder ein bisschen kacke. Ja, ich weiß, die Folgen in letzter Zeit sind echt ein bisschen scheiße, aber es ist... Leute, ich bin echt so zugeballert auf Arbeit. Jetzt war ich auch noch krank gewesen, die letzten Tage. Dementsprechend sowieso auch immer so... Naja, man ist halt froh, wenn man es dann schafft, seine Videos noch fertig zu bekommen, aber ist halt auch auf der anderen Seite auch richtig fertig, ey. Ja, ich will jetzt wirklich nicht so ein kleines Weichei sein, dass sie so rumheult wegen einer kleinen Erkältung. Aber das wirft einen schon aus der Bahn. Da musst du bei der Arbeit auch noch Vollgas geben, obwohl du dich eigentlich voll kacke fühlst und... Mimimi und so weiter. Und dementsprechend... kann ich auf solche Sachen nicht unbedingt so viel Rücksicht nehmen, wie ich vielleicht sollte. Ah, ich sehe gerade, dass an die gar kein Wasser rankommt. Das macht doch gar nichts. Hüpf, hüpf! Wieso wird der nicht deplaniert? Ist ja wohl ein Witz. Sehr schön. Nur wie ich euch gesagt habe, ihr werdet mich wahrscheinlich dafür hassen, aber es ist ja einfach so, mit Fallout 4 ist ein Spiel rausgekommen, das ich schon seit Jahren herbeisehne. Und für euch traurigerweise in diesem Kontext... Oh nee, hier ist auch kaputt. Scheiße, nein, egal. Für euch traurigerweise in diesem Kontext ist das Spiel auch noch ziemlich gut. Ich meine, ich kann es kaum erwarten, es nachher wieder zu zocken. Und... ich meine, ich habe noch nicht viel gespielt. Ich muss sagen, ich fand es auch ein bisschen dreist, dass das Spiel eine Metascore von nur, in Anführungszeichen, 89 bekommen hat. Weil ich finde, das ist echt zu wenig, ey. Ich meine, das Spiel ist definitiv viel besser als das. Das fand ich da nicht so gerechtfertigt. Ich habe gerade gesehen, die Kartoffel, die ich gerade zerschlagen habe, war noch gar nicht fertig. Egal. Guck mal, die sind zum Beispiel auch noch nicht fertig, aber die hier. So, dann muss ich mir noch was überlegen wegen den Melonen. Ich weiß gar nicht, ob ich die auch gleich hier mit anpflanze. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Warte mal, das ist ein bisschen dumm gewesen. Ach,
Ach, die gehen dann einfach kaputt, die Samen. Oh, das ist natürlich richtig gut, ey. Hätte ich das mal früher gewusst, so. Nee, wir machen das so, weil diese Wurzel setzt immer auf einen benachbarten Block dann die Melone drauf. Ich musste gerade ein bisschen überlegen, wie das denn hier läuft, wie der Hase hier läuft. Aber finde ich schon richtig gut, dass ne? Meine hart erarbeiteten Melon Seeds einfach mal kaputt gehen. So, oder war das beim Kürbis so gewesen? Na, ich weiß es nicht, wir pflanzen das jetzt so an, entweder es klappt oder es klappt nicht. Was soll's. Was habe ich da eingesammelt? Jetzt hier nicht so viel springen. Boah, es wird schon wieder dunkel, ne? Da siehst du mal, wirklich ein Tag Farmarbeit. Das ist natürlich immer so ein bisschen an Harvest Moon, also vor allem so die älteren Teile. Ich kann mich noch gut an den Super Nintendo Teil beispielsweise erinnern. Ich glaube, den hatte ich auch bei Retro Flask noch gar nicht, ne? Wäre vielleicht auch mal eine Überlegung wert. Auf jeden Fall, war das da teilweise auch so. Also wenn du einen gewissen Punkt erreicht hattest in dem Spiel, wo du schon ziemlich weit warst, dann hast du natürlich am Ende auch sehr viel Arbeit immer gehabt. Ne? Du hattest halt größere Felder, du hattest halt Tiere, um die du dich noch kümmern musstest. Und da warst du halt wirklich von, also da musstest du, ich weiß nicht, ob ihr Harvest Moon kennt, aber da ist es im Endeffekt so, dass ihr eure Ernteprodukte oder auch allgemein eure Erzeugnisse, die ihr als Bauer da bekommt, dass ihr die bis abends um 6 oder so in... Oh Gott, Endermann. Tschüss. Dass ihr die in so eine Box legt. What the fuck, ey. Wie kommst du hier rein, du Arschloch? Na gut, es ist ja auch ein bisschen dunkel. Kann ich leider nur mit Kartoffeln besiegen. Oh. Alter. Genau, ein Schwert wollte ich mir nämlich noch bauen. Jetzt wissen wir auch wieder warum. Auf jeden Fall, damit ich diese Geschichte jetzt auch mal zu Ende erzählen kann. Man hatte halt ein so geringes Zeitfenster, die ganzen Sachen abzuernten und wieder neu zu beackern, um dann halt abends die Scheiße in diese Erzeugnisse-Box reinzulegen. Und da konnte es durchaus dann mal passieren. Ich lege erstmal diesen Shit hier ab, oder? Dass man wirklich von morgens bis abends unterwegs war und irgendwie sonst nichts geschissen bekommen hat. So. Das war jetzt richtig lang und aufwendig und keiner weiß wieso. Ich glaube, ich brate mir gleich noch ein paar Kartoffeln. Also, das muss ich hier erstmal wieder klarkommen. Oh, what the fuck, ey. Fucking Zombie, der einfach in meinem Haus spawnt. Was erlaubt er sich überhaupt? Denkt er, das ist sein Haus? Oder vielleicht ist er auch reingegangen? Die Tür war ja leider offen. Endermann? Ich gehe dann hier mal in meinen Kabuff. Mein Sicherheitsbunker. Ach, mein Eisen ist fertig. Mein Eisen ist fertig. Mein Eisen ist fertig. Ups. Ups. Drei wunderschöne Stacks. Kartoffeln. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Ich habe leider nicht mehr so viel Kohle, aber hier müsste noch was drin sein. Boah, ich muss echt mal wieder ein bisschen Kohle mir holen gehen, ey. Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass ich so wenig davon nur habe. Jetzt hätte ich auch ein bisschen was geholt, ey. Naja, machst du nix, ne? Gut. Essen. Ein Tüffelchen. Ja, es gibt ja gleich Nachschub. Wenn nicht, habe ich noch 8 Brote im Inventar. Die nehmen wir mit. Ich muss mich hier gerade mal wieder ein bisschen... Ja. Ein bisschen sortieren. Also erstmal brauchen wir ein paar Sticks. Sticks kann man ja immer gebrauchen, wie ihr wisst. Einem machen wir schon mal ein Schwert. Dann die Rüstung. Brustpanzer, einmal bitte. Hosen, einmal bitte.
Schuhe, einmal bitte. Und ein Helm. Komplette Rüstung confirmed. Ja, ganz ehrlich. Ja, was will dieser Endermann hier? Der soll mal weggehen. Huch? So, sorry. Meine Filme ist gerade fertig geworden. So. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Zumindest alles, was ich so brauche. Ich würde auch sagen, ich nehme schon mal die ersten Kartoffeln hier mit. Hab da noch ein paar auf Reserve. Und ja, angepflanzt ist alles soweit. Oder wieder neu angepflanzt, um genau zu sein. Boah, ich würde jetzt aber echt irre gern diesen Endermann finden, ne? Endermann, Endermann, Endermann. Na gut, dann nicht. Das war auch sehr klug. Aber ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen hier die Planierung auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Ich weiß nicht, wie weit ich dazu kommen werde, das Offscreen zu machen. Würde sich ja anbieten, jetzt wo ich das große Abenteuer bestanden habe und auch mich mit Ressourcen gut eingedeckt habe. Nur die Sache ist, ich habe es euch erzählt, Fallout 4, ne? Und ich weiß nicht, ob ich da dann so viel Bock drauf habe, großartig Offscreen das zu machen. Müssen wir einfach mal gucken. Vielleicht reiße ich mich dann da doch ein bisschen zusammen. Ja, also für mich ist das Spiel wirklich nicht zum günstigen Zeitpunkt rausgekommen. Ja, das ist ja noch ein bisschen hin bis zu meinem nächsten Urlaub. Ja. Wo muss ich mich hier so komplett durchbuddeln? Das ist ja richtig hässlich, ey. Naja, gut. Egal, wir haben diese Folge einiges geschafft. Das ist schon mal ganz gut. Und, die Kohle nehme ich noch mit, weil ich allein schon die ganze Zeit am Meckern bin, dass ich ja nie Kohle dabei habe. Und, was ist das denn hier? Achso, hätte ich mich auch durchgesprengt. Alles klar. Ja, langsam kommt das alles hier wieder zusammen. Werden wir alle eine große Familie von weggesprengten... Naja, Gelände. Yay! Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft. Auf Wiedersehen.